Liebe Feldnerin, liebe Feldner, als Bürgermeisterin der Ofenstadt Velden ist es mein Herzenswunsch, mich mit einem persönlichen Gruß an Sie zu wenden. Weihnachten steht vor der Tür, die Vorfreude wächst, Geschenke werden besorgt und die Weihnachtsgans organisiert. Man könnte meinen, es ist wie in jedem Jahr. Es ist aber nicht wie in jedem Jahr. Corona hat uns weiter fest im Griff. Wir sind mittendrin und das sicher noch ein paar Monate weiter. Hinter uns liegt ein außergewöhnliches Jahr. Ein Jahr voller Unsicherheiten, ein Jahr voller Unwägbarkeiten. Trotzdem haben wir das Alltagsleben auch mit Corona alle bisher gut gemeistert. Man könnte glauben, wir haben ein neues Familienmitglied gewonnen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir werden mit dem ungebetenen Gast leben müssen, bis er wieder abreist. Unsere Familien müssen einen bemerkenswerten Spagat zwischen Arbeit, Homeoffice und Kinderbetreuung bewerkstelligen. Unsere Kinder führen mit den Lehrern Telefonkonferenzen durch und manch einer wird sich fragen, wie geht es bei mir beruflich weiter? Trotzdem ist es uns in Velden gelungen, Investitionen umzusetzen und zu realisieren. Wir konnten neue Kindertagesstättenplätze bauen. Wir konnten unseren Jugendclub modernisieren und unser Rugbyverein hat ein neues, modernes Sozialgebäude erhalten. Darauf bin ich stolz. Darauf sollen wir gemeinsam stolz sein. Nun sind unsere Augen und unsere Erwartungen auf die Adventszeit und auf Weihnachten gerichtet. Zeit der Besinnlichkeit, Zeit der Harmonie. Liebe Feldnerinnen und Feldner, machen Sie einen Spaziergang durch unsere Innenstadt. Schlendern Sie vorbei an unseren illuminierten Lichterbäumen. Machen Sie Halt am Marktplatz und bestaunen Sie den schönen Adventskalender. Schauen Sie, wo Zuspruch und Hilfe benötigt wird. Manchmal reicht ein aufmunterndes Lächeln. Wir geben alle unser Bestes. Genießen Sie die Weihnachtszeit. Ich wünsche mir sehr, dass die Zahlen in Velden weiter gering bleiben und hoffe, dass der Einsatz des Impfstoffes schnell vorankommt. Ich wünsche Ihnen besinnliche Feiertage, ein frohes Weihnachtsfest. Bis dahin denken Sie daran, Abstand zu halten. Vergessen Sie Ihren Mund- und Nasenschutz nicht. Passen Sie auf sich und Ihre Liebsten auf. Bleiben Sie alle gesund und für das nächste Jahr wünsche ich uns allen Glück, Erfolg und ein Zurück zur Normalität. Es grüßt Sie herzlichst, Ihre Ines Hübner.